Sie sind also alle gekommen. Das ist ganz ausgezeichnet. Danke für Ihr Interesse schon jetzt. Vor allen Dingen danke Susan Naiman, dass Sie heute gekommen sind. Mein Name ist Elisabeth von Tadden. Ich bin in der Zeit verantwortlich für die philosophischen Seiten Sinn und Verstand und ausgesprochen stolz, dass Susan Naiman auch eine der Autorinnen dieser Seiten ist. Sie ist unserer Zeitung durchaus verbunden und wenn wir sie drucken dürfen, dann sind wir froh. Ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie hat, wie Sie sehen können, zuletzt dieses Buch geschrieben, aber denken Sie bloß nicht, das sei nun alles, was dazu zu sagen wäre. Wir haben es bei Susan Naiman zu tun mit einer gelernten Philosophin, die Professuren in Yale, in Tel Aviv hinter sich hat, die heute das Einstein-Forum in Potsdam leitet. Das ist eine der maßgeblichen wissenschaftspolitischen Institutionen des Landes. Sie organisiert in gewisser Weise das Gespräch des Landes über die Themen des Geistes. Sie hat sich selbst bezeichnet als eine jüdische Universalistin, Frau, Linke, Mutter, Kant-Expertin und je nach Situation ist sie das eine mehr und das andere weniger. Über diese vielfältigen Identitäten werden wir heute auch reden, aber vor allen Dingen reden wir zunächst über dieses Buch, eine Streitschrift, die auch prompt Streit ausgelöst hat. Wir reden also über die Streitschrift und den Streit, aber es geht nicht anders in diesen Tagen. Wir sprechen über das Buch und wir sprechen über den Krieg. Wir können nicht darüber sprechen, was es heißt, eine Universalistin zu sein und eine Linke zu sein und eine jüdische Universalistin zu sein, ohne unseren Blick auf den Krieg zu lenken. Und schon jetzt wünsche ich mir, dass Sie uns die Daumen drücken, dass uns das gelingt, weil ich selber, obwohl ich in diesem Beruf jetzt seit 2,5 Jahrzehnten arbeite, oft gar nicht weiß, welche Worte und Begriffe zu finden sind, um zu beschreiben, in welcher Situation wir uns befinden und auch in den letzten Tagen immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass es vielen so geht, dass wir gar nicht zu Papier bringen können, was wir denken, weil wir darum ringen, wie wir auf die Welt zu schauen haben. Auch davon wird gleich die Rede sein. Aber zuerst das Buch, denn wir sind hier bei einer Buchmesse. Und ich möchte anfangen damit, Sie zu fragen, warum man eigentlich, während der autoritäre Rechtsruck überall die Schlagzeilen beherrscht, ausgerechnet über Linke ein Buch schreiben muss. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Warum ist dieses Buch überhaupt entstanden? Gerade wegen der aufkommende, und ich rede nicht mehr von anti-autoritär oder rechts, sondern ich rede von Protofaschisten und die sind überall auf dem Vormarsch. Gerade um klar zu sein, was es heißt, links oder linksliberal zu sein, damit wir endlich mal zusammenkommen und die wirkliche Gefahren bekämpfen. Das Buch ist entstanden aus vielen Gesprächen, die ich mit Freunden geführt habe über die letzten paar Jahre. Und irgendeiner würde ein Beispiel von Cancel Culture oder sogenannte kulturelle Aneignung auf den Tisch bringen und irgendwann dann mit einer traurigen Stimme sagen, ich glaube, ich bin nicht mehr links. Und als mir die 5. oder 6. Person das sagte, das war meine langjährige Freundin Eva Illouz, wir saßen in einem Café in Paris, und sie sagte mir das, ich sagte, nee, Eva, du warst immer links, die sind nicht links. Und ich versuchte dann, also mein Ziel war wirklich, links heute zu definieren, weil ich glaube, dass wir alle verwirrt sind. Aber das heißt dann, dass viele Leute, die immer links waren und nicht nur aus meiner Generation, überhaupt nicht nur, fühlen sich politisch heimatlos. Die trauen sich in bestimmte Kreisen nicht zu kommen. Sie haben Angst, dass sie irgendjemanden unbewusst beleidigen oder dass sie angeschrien wird oder ausgegrenzt.
Und gerade weil ich meine, wir leben in einer Zeit, wo Liberalen und Linke zusammenkommen müssen, habe ich dieses Buch geschrieben. Sie nehmen in dem Buch Bezug auf einen großen Linken, kein anderes Wort passt, Albert Einstein, und sprechen von der Zeit, als es noch eine Selbstverständlichkeit war und einfach gar keine extra Anstrengung, sich einen Linken zu nennen. Skizzieren Sie mir kurz, was ist eigentlich seither passiert? Denn wir könnten jetzt natürlich sagen, ja, die Linke hat einen Fehler nach dem nächsten gemacht und dadurch ist es inzwischen überhaupt nicht mehr selbstverständlich, sich so zu fühlen. Aber die Gründe könnten ja vielfältig sein. Also woran liegt das? Ich meine, die Rechte haben auch ein paar Fehler gemacht. Lassen wir uns das einsehen. Und wichtig ist, dass wir das nicht vergleichen. Ich glaube, inzwischen, das kann man alles mit dem Jahr 1991 zusammenfassen, beziehungsweise was danach passiert ist. Ja, also mit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus war nicht automatisch determiniert, dass wir alle unsere Hände hochheben und sagen, okay, es gibt nur noch den Neoliberalismus. Wenn es irgendetwas universalistisch gibt, die Menschen verbringen, kann man das ein bisschen? Naja, okay, ich versuche so zu tun, als ob ich das nicht merke. Wir werden das gleich leiser machen. Gut. Ja. Das Jahr 91. Und 91, aber es war sehr vieles offen. Ich lese gerade ein super Buch, das kann ich empfehlen. Das heißt, Paradoxes of Nostalgia von einer amerikanischen Historikerin, die sehr genau zeigt, wie viele Wege offen waren und nicht nur in Europa, also auch in Südafrika etc., dass man wirklich nicht sofort in den Neoliberalismus rennen müsste, als ob es, wie Margaret Thatcher gesagt hat, wirklich keine Alternative gäbe. Und dieses Buch zeigt, was ich geahnt habe, aber bin deshalb begeistert, weil sie das so gut macht, wie Politik, Wirtschaft und Kultur alle zusammengearbeitet haben, uns zu beweisen, dass jede Form von Sozialismus direkt in den Gulag führt und es gibt wirklich nur keine Alternative. Wobei wir wissen, es gibt viele kapitalistische Möglichkeit. Es gibt Formen von Kapitalismus. Warum soll es nicht verschiedene Formen von Sozialismus geben? Aber mit dieser Botschaft, nee, das wird alles zum Gulag führen, kollabiert nicht nur der real existierende Sozialismus, aber auch die Idee einer universeller Streben nach Gerechtigkeit, nach internationaler Gerechtigkeit. Und ich glaube, danach, ursprüngliche Frage war, was passiert ist zwischen Einsteins Zeit und unserer? Es waren Schritte dazwischen natürlich, es kam der McCarthyismus, aber sowohl, ist ein internationales Phänomen, aber 91 hat das noch mal so festgelegt, dass ich glaube, wir leben in makrathistischere Zeiten als in den 50er Jahren. Weil in den 50er Jahren kannten die meisten Leute, also ein Kommunist oder wenigstens ein Sozialist. Das war nicht alles wie gemalte Teufel oder so. Und heute ist, ich merkte das unter Leute, die wie ich eigentlich als Jugendliche und junge Erwachsene, die haben ja Zeit damit verbracht zu überlegen, na, was für ein Sozialist bin ich? Bin ich Trotzkiist oder bin ich dieses oder jenes? Und anstatt diese Dialoge weiterzuführen, was haben wir falsch gemacht, also was für Alternative gibt es, haben auch die wirklich ihr Leben lang
irgendeine Art von Sozialist war. Und so, ja, alles Gulag, das habe ich immer gewusst. Naja, jetzt haben wir aber gerade ja, und das ist der Titel Ihres Buches, mit einer ganz neuen Gruppe von jungen, kritischen Linken zu tun, die Vogue genannt werden und die mit dieser ganzen alten Sozialismus-Gulag-Geschichte im Grunde gar nichts mehr zu tun haben. Und das ist eine Gruppe, die nehmen Sie sich vor, um die als Gefahr zu beschreiben. Und jetzt möchte ich zumindest erst mal sagen, eigentlich ist man ja von den Republikanern gewöhnt, dass Vogue als Kampfbegriff verwendet wird, um alle Leute, die Gendersternchen wichtig finden, zu diffamieren. Also es ist zunächst ja ein Schimpfwort. Und nun wundert man sich, warum man eigentlich bei Ihnen auch auf einmal die Kritik der Woken findet. Und ich würde Sie deswegen jetzt als allererstes um eine Ehrenrettung der Woken bitten. Was ist denn eigentlich die Qualität dieser kritischen jungen Bewegung? Und wenn wir die Qualität haben, dann können wir ja gerne auch darüber reden, was in Ihren Augen daran fragwürdig ist. Das Verwirrende an diesem Begriff ist, dass es eigentlich inkohärent ist. Weil Woke wird getrieben von Menschen, die sehr traditionelle linke Emotionen haben. Wir wollen auf die Seite der Unterdrückten stehen. Wir wollen den Marginalisierten helfen. Wir wollen die Verbrechen der Geschichte anschauen und möglichst wieder gut machen oder wenigstens gedenken. Ja? Und das sind natürlich alle Emotionen, die ich teile, die ich mein Leben lang geteilt habe und die traditionell links sind. Das Problem ist, und das entzieht sich die meisten, also ich weiß nicht, Woken. Ich glaube, was neu in diesem Buch ist, und ich habe das Wort Cancel Culture nur einmal benutzt und in der ersten Zeile, das ist kein Buch über Cancel Culture, weil ich finde, da wird genug darauf geschimpft, also journalistisch. Ich versuche die Emotionen, die linke Emotionen von dem rechtsradikalen Gedankengut zu trennen, was unbewusst in den Woken hingeschleppt ist. Und man muss wirklich nicht Michel Foucault oder Carl Schmitt gelesen haben. Das kommt in den Mainstream-Zeitschriften. Soll ich ein Beispiel geben? Los. Also ein Beispiel, was ich in dem Anfang des Buches benutzt habe. Das kam kurz nach der Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris in the New York Times. New York Times ist ja interessanterweise eine extrem neoliberalistische Zeitschrift, die in der letzten Zeit sehr woke ist. Und trotzdem oder deshalb schrieben sie folgenden Satz: Obwohl Kamala Harris indische Wurzeln hat, kann es sein, dass Joe Biden nicht so freundlich ist gegenüber Narendra Modi. Ich wünsche, dass das der Fall wäre, aber das, so einen Satz liest man und denkt gar nicht darüber nach. Aber was das bedeutet, so halb bewusst ist, ethnische Herkunft bestimmt deine politische Haltungen. Also, und es ist tatsächlich extrem ignorant, weil die schärfste Kritiker von Modi, die ich kenne, sind alle Inder. Also, die wissen, dass er ein Faschist ist, okay? Aber diese Sätze, und man kann solche Sätze Hunderte finden jeden Tag. Ethnische Herkunft bestimmt die politische Haltungen, und wenn das so wäre, könnte man mich als Anhänger von Itamar Ben-Gvir nennen, ja? Aber es ist nicht so. Na also ja. das ist ein Beispiel. Ja, aber natürlich spielt die Herkunft, die Erfahrung einer Kultur, einer Herkunft, einer Identität eine enorme Rolle in der Artikulation der eigenen politischen Meinung. Jein. Sie aber, und das würde ich genau, das Jein interessiert mich jetzt. Sie haben ja immer dieses Bündel von Identitäten zur Hand und sagen, dass Sie gewissermaßen viele sind und nicht einfach, um das Beispiel aufzugreifen, nur
Jüdin. Erklären Sie uns, wie man das vermeidet, sich ausschließlich sozusagen auf dieses Kriterium der ethnischen Herkunft oder Race, wie es dann eben heißt, ja, festzulegen. Ja, also wie man das vermeidet, man soll sich nur überlegen, wie viel Qualitäten wesentlich sind für die eigene Selbstbestimmung. Und ich benutze das Wort Identitätspolitik nicht, weil ich finde, das ist auch ein falscher Begriff, dass man die Identität auf die zwei Qualitäten reduziert, worüber man meist nichts tun kann, also die ethnische Herkunft und das Geschlecht. Ja? Mhm. Und also ich bitte jeder, ein Stück Papier, muss nicht jetzt sein, aber nach Hause zu gehen und 10 Qualitäten aufzuzählen, was für die eigene Identität wichtig sind. Also ich kenne, also ich benutze lieber mein Beispiel, meine Freunde aus dem sogenannten globalen Süd lachen sich halb tot über diesen Ausdruck, aber das, was als postkolonial hier in Deutschland bezeichnet wird, ist ein winziger Blick auf eine bestimmte Art von Theorie, was überhaupt nicht von allen Menschen in den ehemaligen kolonisierten Ländern geteilt wird. Aber in meinem Fall, ich nenne meinen eigenen Fall, da habe ich gerade schon gesagt, mir ist die Tatsache, dass ich ein universalistischer Jüdin bin, viel wichtiger als die paar Gene, die ich mit Itamar Ben-Gvir teile. Ja? Weil ob ich Universalist oder Nationalist bin, das ist etwas, was ich entscheide. Tatsächlich war es mir in der Wiege gelegt. Also ich bin in so ein universalistisches jüdisches Haus groß geworden. Aber ich hätte in eine andere Richtung gehen können. Und das überlege ich mir so genauso, wenn ich höre von Deutschen, wir sind die Täternation. Bin ich immer, also natürlich ist Deutschland und wird wahrscheinlich noch eine Generation oder zwei dauern, bis diese fürchterliche Geschichte auf irgendeine Weise prägend ist, ja. Aber wie man damit umgeht, das entscheidet einer selbst, ja. Ich würde gerne jetzt dieses Stichwort des Postkolonialen aufnehmen, weil das in Ihrem Buch eine zentrale Rolle spielt, und zwar an einer etwas unerwarteten Stelle. Susan Neiman rekonstruiert die Geschichte der Linksliberalen als Geschichte der Aufklärung und stellt dar das Werk von Diderot, von Voltaire, von Kant unter der Perspektive, dass das die Ersten gewesen sind, die gelernt und gelehrt haben, Europa aus der Perspektive der anderen zu sehen. Also die in der Lage gewesen sind, den eurozentrischen Blick bereits zu kritisieren und zu korrigieren. Das halten Sie dieser großen Tradition zugute und begründen das ausführlich. Aber ich wüsste von Ihnen gerne, wie kommt es dann, dass man so oft die Kritik hört, dass Kant doch allerhand rassistische Äußerungen getätigt habe und dagegen im Grunde nicht geschützt werden kann. Schiere Ignoranz. Und zwar muss man nicht unbedingt Kant lesen. Wenn man es einfacher haben möchte, soll man ein Exemplar von Candide kaufen oder wieder lesen, wenn man es schon hat. Und da sieht man, die schärfste Kritik der Sklaverei und des Kolonialismus kommt direkt aus dem Herzen der Aufklärung. Ich meine, die Postkolonialen haben mit Recht gesagt, man soll nicht nur die Welt aus europäischer Blickwinkel sehen, und es gibt schon einiges an Europa zu kritisieren. Das ist für mich die wichtigste Teil von Woke oder von Postkolonialismus, aber es kommt direkt aus der Aufklärung. Der Begriff eurozentrisch kommt aus der Aufklärung. Warum außer schiere Ignoranz wird diesen Fehler gemacht?
man hört, wir hören, das kann man in jeder zweiten Zeitschrift lesen, ja, die Aufklärung war die Zeitalter der Vernunft und die Menschenrechte, aber gleichzeitig die Zeitalter der Sklaverei und des Kolonialismus. Und ich denke, Mensch, ihr verwechselt die Kritiker mit den Verhältnissen, die sie kritisiert haben. Die Aufklärer waren alle linksliberale Intellektuelle. Ja? Und wir gewinnen bekanntlich nicht alle unsere Streiten. Also man könnte mich mit, ich weiß nicht, für den Irakkrieg verantwortlich machen, obwohl ich damals, ich weiß nicht, was ich mehr hätte tun können. Ich war sehr engagiert 2002 gegen den Irakkrieg als Reaktion auf 9/11. Aber ich habe verloren, wie Millionen von anderen Leuten, die sich gesammelt haben weltweit. Ja? Also wir gewinnen nicht alle unsere Kämpfe, aber wichtig ist, dass wir kämpfen. Übrigens, es stimmt schon, es gibt ein paar rassistische Bemerkungen in den Frühkant. Voltaire war auch ziemlich antisemitisch und sie waren fast alle, bis auf Condorcet, ziemlich sexistisch. Ja? Aber die Antwort heißt nicht, die Aufklärung für die Verhältnisse verantwortlich zu machen, aber zu sagen, okay, die haben nicht alle ihre eigenen Idealen realisiert, aber da müssen wir anfangen. Jetzt finde ich aber, dass, ich habe es Ihnen schon vorher erzählt, ich habe mich mit einer Gruppe von Studentinnen gerade unterhalten, die sehr stolz sich selbst auf die Aufklärung beziehen und sich als Vogue verstehen und sagen, die Aufklärung, die lassen wir hier nicht einfach den Linken im Verständnis von Susan Neiman, sondern die Aufklärung ist die Quelle für ganz viel. Und diese Studentinnen haben mir nochmal gesagt, die Aufklärung ist die Quelle der Empfindsamkeit, der Sensibilität, der hellsichtigen Wahrnehmungsverfeinerung, genau hinzuschauen, nicht einfach nur bei der eigenen Agenda zu bleiben. Die Aufklärung ist die Zeit, wo man angefangen hat, auf die Ausgegrenzten zu achten. Also es gibt auch eine sehr selbstbewusste Vogue-Linie, die sagt, die Aufklärung, das sind wir. Ist denn die Aufklärung nun tatsächlich ausschließlich für die Linksliberalen die Quelle? Also ich glaube das nicht. Ich würde mich sehr freuen, die Studenten kennenzulernen, weil meist, was ich höre, ist genau das Gegenteil. Das ist inzwischen übrigens auf Wikipedia, eine Freundin von mir versucht das immer zu ändern. Da steht Kant war Rassist, ganz groß geschrieben am Anfang und dann gibt es eine ganze, einige Absätze darüber. Und sie versucht das immer wenigstens zu problematisieren und es wird immer wieder zurückgewandelt, ja, in Kant war Rassist, basta. Ja? und das ist natürlich das, was mir meist begegnet ist. Ja. Ich meine, ich will Leute mitnehmen, Gottes Willen. Wie gesagt, ja, ich schätze die Absichten von Woke, wirklich. Mhm. Ich finde, sie sind nur verführt worden von falschen Theorien. Und es gibt diesen schönen Satz, ich habe immer gedacht, das sei Tucholsky, aber es ist umstritten. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Mhm. Das einzige Problem, das ich für den heutigen Nachmittag feststellen kann, ist, dass unsere Zeit endlich ist. Und ich möchte jetzt ganz unbedingt, auch wenn es bedeutet, ein wenig zu springen, den Bogen von Ihrem Buch zu unserer Gegenwart schlagen. In diesem Buch stehen Sätze, die sich mir sehr eingeprägt haben und ich möchte Ihnen zwei von denen in Erinnerung rufen und dann von Ihnen hören, was die eigentlich bedeuten seit dem 7. Oktober. Der eine Satz lautet, Menschen sind mehr als das, was die Welt ihnen angetan hat. Der andere Satz lautet, die Geschichte besteht aus mehr als aus Verbrechen. Beide Sätze tragen Sie vor mit dem Argument, wir kommen nicht weiter, wenn wir nur darauf gucken, dass Menschen Opfer sind. Wir müssen mehr in den Menschen sehen als das Leid, das ihnen widerfahren ist. Aber was heißt das denn eigentlich nach dem, was wir seit dem 7. Oktober
vor Augen haben. Und ich möchte eine zweite Frage anschließen. Vielleicht lässt es sich dann etwas anschaulicher beantworten. Sie führen in diesem Buch immer wieder, wie ich finde, sehr überzeugend aus, was es heißt, dass alle Menschen gleich sind. Aber wenn wir jetzt auf die Katastrophe im Nahen Osten gucken, was ist es denn, was die Menschen gemeinsam haben und sie gleich sein lässt? Das ist doch vor allen Dingen das Opfersein. Ich sehe das ganz anders. Ich habe zwei Qualitäten und es gibt bestimmt andere. Aber was mir am wichtigsten war, dieses Gleichsein, die Fähigkeit, Schmerzen zu spüren und auch mitzuempfinden, meist. Als Eigenschaft aller Menschen. Genau. Und zweitens aber auch das Streben nach Freiheit. Beides finden wir bei Rousseau, interessanterweise. Und beide sind unterschiedlich von diesem Opferdasein. Sorry, ich habe jetzt gerade, es ist zu viel geredet. Ich sage nicht, dass alle Menschen gleich sind, okay? Wir sind natürlich wahnsinnig unterschiedlich, kommen aus unterschiedlichen Kulturen, haben unterschiedliche Erfahrungen und das ist kulturell zu feiern. Ja, das ist, deshalb ärgere ich mich so sehr über diesen Begriff kulturelle Aneignung. Wie lernen wir andere Menschen am besten kennen? Durch ihr Kunst, durch ihr Bücher, durch ihr Musik. Diese Auseinandersetzungen sind enorm wichtig, sowohl zu verstehen, wie unterschiedlich wir sind kulturell und was wir auch emotionell gemeinsam haben. Und dieses Gleichsein war eine Leistung der Aufklärung. Foucault hat gesagt, der Mensch ist eine Empfindung des 18. Jahrhunderts und wird irgendwann mal verschwinden. Das ist eine tolle Erfindung, dass man durch diese ganze kulturelle Unterschiede schauen kann und dann schließlich sagen kann, ja, aber es gibt etwas abstrakt. Es ist natürlich abstrakt, diese Gleichheit. Also meine Formel ist, also kulturell sollen wir Unterschiede feiern, aber wenn es politisch geht, müssen wir die Gemeinsamkeiten. Und ich habe eine Metapher empfunden, was mir ziemlich gut gefallen hat, dass Fleisch ist extrem unterschiedlich. Ja? Also wir haben alle unterschiedliche Farben und Größe und etc. etc. Aber die Knochen sind das, was uns zusammenhält, was unser eigener Körper und auch das, was von uns übrig bleibt. Ja? Was fehlt in dem jetzigen Krieg auf beider fanatische Seiten ist ein Überwindung des Opferseins. Und beide Seiten sehen sich hauptsächlich als Opfer und schauen auf das erlittene Leid, was groß ist. Das müsste jeder doch erkennen. Ja? Das ist kein so grotesk dieser Massaker von Hamas war. Erstens sind nicht die meisten Palästinenser hinter Hamas, überhaupt nicht. Und es ist ein großer Fehler, die beiden gleichzusetzen. Und die Palästinenser haben auch einen Anspruch darauf, Opfer zu sein, seit vielen Jahren. Man kann diese beiden Tatsachen im Kopf halten, wenn man weg von diesen Opferkonkurrenz kommt. Und es freut mich, ich weiß nicht, ich fürchte, es wird nicht genug sein, aber im Gegensatz zu den meisten Menschen hier lese ich täglich, zweimal täglich Haaretz, die große israelische Zeitschrift, was eine ganz andere Ton hat zurzeit. Also auch die englische und amerikanische haben ein bisschen andere Ton, aber ich kann kaum die deutsche Zeitschriften lesen. Was mich freut bei Haaretz vor allem, sind nicht nur
die Kritik an die eigene Regierung, aber Geschichten von Araber, von Beduinen, die leben im Süden, die leben unter die ärmlichsten Zustände und sind an dem Samstag vor 2 Wochen zur Hilfe geeilt, ja, weil sie wussten, die sind diejenigen, die diese Terrain kennen. Die meisten kamen dann doch zu spät. Aber die sind dahin geeilt, weil die israelische Armee 9 Stunden gebraucht hatten, weil die religiöse Fanatiker unter die Israelis keinen öffentlichen Verkehr on Shabbat erlauben. Und das war mit ein Grund, warum da keine Hilfe. Aber die Beduine, einige, ich sage nicht alle, aber die Beduine kamen zur Hilfe. Und in den Tagen danach gibt es Gruppen von arabische und, jüdische Israelis, die zusammenarbeiten in den Gemeinden auf dem Versuch, mehr Gewalt zu verhindern, weil die Regierung ist eigentlich kollabiert. Ja? Also die Zivilgesellschaft muss sehr viel jetzt übernehmen. Aber das sind auch Araber und Juden, die zusammenarbeiten. Ich fürchte leider, dass die Regierungen, sage ich mal so, ihre Zivilgesellschaft nicht widerspiegeln, sondern auf Rache und mehr Gewalt pochen. Aber Hoffnung muss man immer haben. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie auf die Beduinen zu sprechen gekommen sind. Denn mich interessiert gegenwärtig die Frage, was es überhaupt noch verschlägt, ob einer links oder rechts ist. Und die Beduinen sind nun gewiss nicht zur Hilfe geeilt, weil sie sich als Linke verstehen. So. Und sie sind auch bestimmt nicht losgezogen, weil sie woke sein wollten, sondern weil sie menschlich sein wollten. Und ich würde gerne von Ihnen hören, ob es nicht letztlich egal ist, ob einer links ist, solange es so etwas gibt wie eine Menschlichkeit, die über die politischen Lager hinausgeht. In der britischen Diskussion ist das Wort Humane Left unterwegs, das mag einem helfen, aber ich möchte von Ihnen gerne wissen, ob wir überhaupt, wenn wir auf die Katastrophe gucken, die sich abzeichnet, mit den Begriffen links und rechts weiterkommen. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, es geht um diesen universalistischen Impuls, diese Fähigkeit zu erkennen, dass der andere bei allen Unterschieden doch ein Mensch ist. Mit ähnlichen Qualitäten. Traditionell aber war das ein linker Begriff, weil ja. Es waren, also sage ich mal, vor der Aufklärung, also ich habe diese wunderbare Zitat von Joseph de Maistre, dieser Gegenaufklärer, ich habe Französen und Russen und andere gesehen und ich weiß sogar von Montesquieu, dass man Perser sein kann, aber ein Mensch habe ich nie gesehen, also das ist spöttisch gewesen. Und das war damals doch, also der verbreitete konservative Haltung. Es gibt keine wirklichen Gemeinsamkeiten. Wenn wir tiefe Verbindungen zu anderen Menschen haben und deshalb auch Verpflichtungen gegenüber, die müssen von unserem Stamm kommen. Egal wie man den Stamm definiert, ob es ethnisch ist oder Gender. Aber über diese Stammgrenzen hinaus werden wir nicht in der Lage sein, diese urmenschliche Reaktion von den Beduinen zu haben, die es natürlich immer gegeben hat. Ob man es links oder rechts nennt, die Begriffe selber kommen aus der zufälligerweise Sitzordnung des französischen Parlaments 1789. Also sie sind irgendwie absurde Begriffe. Aber ich habe das Buch so betitelt, also insofern wollte ich einen Aufruf zum Zusammenkommen ja. für alle Menschen, die universalistisch denken können, die eine klare Unterscheidung von Macht und Gerechtigkeit machen kann, auch wenn es schwierig ist bei bestimmten Beispielen.
und die daran glauben, dass wenn wir zusammenarbeiten, können wir auch Fortschritte erzielen. Das sind die drei Qualitäten, die ich sowohl für Links wie auch Liberalen, aber ich kenne sicherlich Christdemokraten, die auch an die drei Prinzipien halten kann. Ich habe diese vierte Kriterien auch genannt, was Links von Liberal trennt. Und das ist die Glaube, dass soziale Rechte wirklich Menschenrechte sind und nicht irgendwie Privilegien. Und es war mir natürlich wichtig, in der ersten Grunde zu denjenigen zu sprechen, die meinen, die sind links, weil sie von linken Emotionen gefüllt sind und getrieben sind, aber dass sie einfach Denkfehler machen. Also Sie verstehen sicher, wenn ich jetzt noch einmal die Perspektive der Woken einnehme, weil ich gerne wüsste, wie die Universalistin mit deren Frage umgeht. Wenn wir jetzt auf den Nahen Osten blicken, Sie haben das Stichwort der Gerechtigkeit eben in den Mund genommen. Woke würden sagen, wir müssen die Stimmen derjenigen hören, die ausgegrenzt sind und doch für Gerechtigkeit für sich selbst eintreten. Das wäre ein starker Woker Moment. Welche Stimmen sind es, die wir in dem heutigen Konflikt in der Öffentlichkeit wahrnehmen sollten? Und ich möchte Sie das als bitten, als jüdische Universalistin zu beantworten. Nicht als Kant-Expertin, nicht als Mutter, nicht als Frau, sondern diese Identität von Ihnen ansprechen. Welche Stimmen sollten wir in der Öffentlichkeit jetzt hören, um vielleicht so etwas wie Wege zu einer politischen Befriedung finden zu können? Also, eine der besten Stimmen, ein paar israelische Stimmen kommen in den deutschen Medien. Ich finde es interessant, dass sich noch kein nicht-jüdische deutsche Stimme wahrgenommen hat, der sich traut, eben dieser universalistische Blick aufzuschreiben, zu sagen, ja, es gibt zwei Seiten zu dieser Geschichte und das weiß doch jeder, der entweder, naja, gut, das weiß doch jeder, der sich ein bisschen mit dem Konflikt beschäftigt hat. Also es gibt gute israelische Stimmen, es gibt gute jüdisch-amerikanische Stimmen. Ich empfehle jetzt gerade erschienen einen Aufsatz von Adam Schatz in der London Review. Aber selbst die New York Times, was also deren irgendwie fast bekannteste Kolumnist, Tom Friedman, ist großartig in den letzten Tagen. Heute hat er gesagt, das war das dringende Kolumne, die er in vier Jahrzehnten geschrieben hat. Also Israel ist dabei, ein schrecklicher Fehler zu machen, wenn sie einen Bodenoffensiv machen. Okay? Also es gibt solche Stimmen. Und die sind unter... Ich glaube, man hört deutsche Geschichte und Holocaust und man weiß, wo das herkommt, ja, natürlich, weil sehr viele Deutsche mit dieser Haltung aufgewachsen sind, wir sind das Tätervolk. Ich finde es ein schrecklicher Ausdruck, ich würde das verneinen, aber es ist ziemlich durchgedrungen. Und wenn die Deutschen sich als Tätervolk verstehen, dann können sie die Juden nur als Opfervolk verstehen. Ja? Und haben Angst, wenn sie irgendetwas an Israel kritisieren, dann sprechen sie nicht mit der Vernunft, sondern mit der Stimme ihres Großvaters. Ja? Also diese Angst, dass man der Last der Eltern, Großeltern, Urgroßeltern nicht los wird. Und das ist einfach, man muss ein bisschen auf die Vernunft hören. Und auch auf die, ich meine, es gibt von Harvard bis ich weiß nicht wohin, es gibt Stimmen der Woke-Linke, die
einfach sofort gesagt haben, oder ich nenne sie nicht Linke, aber okay, Stimme der Woken oder der Postkolonialisten, aber Palästina war kolonisiert worden von den Israelis. Ich benutze übrigens diesen Ausdruck Siedlerkolonialismus gar nicht, weil ich finde, das vermischt zu viel Kolonialgeschichten zusammen. Israel ist nicht aus den gleichen Gründen entstanden wie Algerien oder Südafrika. Ja? Ich benutze aber sehr wohl den Begriff Apartheid. Das ist ein klarer juristischer Begriff. Das heißt zwei Rechtsformen für zwei verschiedene Völker. Jeder, der einmal da gewesen ist, weiß, dass das der Fall ist. Das ist einfach klar. Aber mit diesem Siedlerkolonialismus-Gerede denkt man, oder denken einige, man muss immer auf die Seite der Kolonialisierten stehen, egal was sie tun, das sind jetzt die Opfer. Und da sind extrem viele Leute, haben also mitgejubelt oder wenigstens die Opfer der Massaker nicht gesehen. Es geht mir sehr persönlich an in den letzten Tagen und es fiel mir ein, es ist in einem Moment von Hoffnung, 1991, als ich Zwillingsmädchen zur Welt brachte, habe ich sehr bewusst der eine einen hebräischen Namen und der andere einen arabischen Namen, was den beiden sehr bewusst ist. Die mit der hebräischen Name lebt jetzt in den USA und ist eigentlich ziemlich woke. Also wir haben uns geeinigt, wir führen vielleicht eine Weile keine politische Diskussion untereinander und reden über was anderes. Und sie sagt, ihr Leben hat sich geändert seit 7. Oktober, weil alle, mit denen sie zu tun hat, als woke Linke, sie als überhaupt kein Mitgefühl hatten für die Opfer von Hamas. Sie sagt, inzwischen habe ich Angst, meinen Namen zu sagen. Ja? Weil es ein deutlicher Hebräer, wer weiß, weiß, es ist eine sehr hebräische Name. Das hat man nur, wenn man irgendeine Verbindung zu Israel hat. Ich weiß jetzt nicht, was das zu der Frage bringt, aber ich würde am liebsten sagen, es bedeutet, Sie haben gesagt, wir müssen hören, was die Vernunft sagt. Ich habe die jüdische Universalistin um ihre Analyse gebeten. Die Mutter hat das Ende dieser Analyse beschlossen und ich würde das gerne als Einladung verstehen, dass wir die Identitäten, die wir in uns tragen, alle politisch wirksam werden lassen, um nicht einfach als Opfer der Geschichte dazustehen. Darf ich einen Satz noch sagen, was ich vergessen habe, weil Sie sagten jüdische Universalisten. Was die meisten Deutschen nicht wissen mit dieser Idee, wir sind Tätervolk und ihr seid Opfervolk. Alle große deutsche Juden, die man heutzutage nachtrauert, von Moses Mendelssohn über Karl Marx, über Albert Einstein, über Hannah Arendt, die waren alle Universalisten. Und man feiert sie und beweint sie und denkt trotzdem, ja, Juden sind doch nationalistisch, ja, weil sie unsere Opfer waren. Und also so ein klein bisschen Geistesgeschichte würde helfen zu verstehen. Diese Position kommt übrigens aus der Bibel selbst. Also die Idee, dass weil wir Fremde waren in Ägypten, weil wir Sklaven waren in Ägypten, müssen wir immer auf die Seite der Fremden stehen. Das steht im zweiten Buch Moses. Also da bin ich nicht... Heute vielleicht in Deutschland bin ich etwas ungewöhnlich, aber da stehe ich an einer langen Tradition. Das Schlusswort danken wir Ihnen besonders. Und Ihnen allen danke ich, dass wir die Zeit so kraftvoll überziehen durften. Es deutet darauf hin, dass wir den Abend hier eigentlich noch gut miteinander verbringen könnten. Und ich würde gerne weiter darüber reden, was uns die Vernunft im Moment zu sagen hat. Und zwar möglicherweise deswegen, weil sie von so weit herkommt, wie Sie es zuletzt angedeutet haben. Vielen Dank Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und die Geschichte jedenfalls
wollen wir weiter im Auge behalten und miteinander darüber reden, wie die Vernunft in ihr zu Wort kommen kann. Vielen Dank, Susan Naiman. Ja.